Ich hab so Schiss, dass uns irgendwas anspringt. Seltsam. Kann mit den Augen nicht gut sehen. Schatten sehe ich besser. Bin ich gerade ein wenig. Nee, ich weiß nicht, ich bin zufrieden mit meinen Waffen eigentlich. Ich glaube, wir dürfen jetzt ein paar Boah, ich hab hier schon ein bisschen Gänsehaut. Unser Befehl war es, alle Schiffe zu kontrollieren, aber der Weg ist versperrt. Der einzige Weg zum Kreml führt über die Decke. Wir klettern jetzt hoch. Wir verlassen einen Sturm, haben uns seit 5 Stunden nicht bewegt. Sergei hat Stimmen gehört und ist gegangen, um das zu überprüfen. Ein Suchtrupp konnte Sergei nicht finden. Es passiert echt seltsame Scheiße. Ich werde versuchen, zu Alles an.
alle Höfe zu kontrollieren, aber der Weg ist versperrt. Ein wenig erschrocken. Ach, du Scheiße! Etwas Tod für deine Feinde. Ich gehe voraus. Also, Raketen, das merke ich mir. Ja, man nennt das tatsächlich Raketen. Und Raketen sind irgendwas. Diese Geräusche machen mich schon ein wenig. Ich werde mich.
Corona wird noch nicht abschütteln. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich sie versehen. Der Tod lauert hier. Sie werden nicht weitergehen. Wenn niemand jemals dies hier hört, ist es auch egal. Es gibt keinen Kommen. Sie warten auf dich. Oh Mann, das ist schon eine bedrückende Stimme. Hier, wird dir beim Atmen helfen. Ich bin in der Nähe. An der Leiter? Jetzt kenne ich das Wort. Ja. Da ist ein Geflügelter. Pass auf! Holy crap! Oh Gott! Ich habe mit Absicht diesen Dämon nicht getötet. Denn ich will eigentlich nicht immer töten. Das ist der Schwarze. Ich habe einen Engel in ihm gesehen und doch ist er nur ein Kind. Ich hatte Angst, er würde über uns urteilen. Was, wenn er entscheiden würde, ob wir leben oder sterben sollen? Aus diesem Grund fürchtete ich ihn. Ich fürchtete, dass der Weg, den er auch durch die Metro nehmen musste, das Todesurteil für die Menschheit bedeuten würde. Und jetzt schäme ich mich einfach nur. Ich schäme mich für uns alle. Wegen dem, zu was wir geworden sind. Die Geschichte der Menschheit darf nicht so enden. Er versteht nicht, dass er tot ist. Er wartet noch auf seine Mutter. Aber sie kommt nicht. Meine auch nicht. Weil ihr sie alle getötet habt.
Das ist kein Schatten. Das bist du selbst. Vor lange, lange Zeit. Oh mein Gott. Lecker Ei. Weiß leider nicht, was hier drauf steht. So bedrückend hier. Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, wir sollten einfach laufen, oder? Schon echt. Ich geh immer noch. Na, muss ich jetzt hier drunter springen oder was? Oh fuck! Von hier aus kenne ich nur einen Weg zur Polis. Über den roten Platz. Der Orden hat einen Außenposten in der Basilius-Kathedrale. Dort kann ich unsere Leute treffen und ihnen alles sagen, was ich weiß. Und mein Ziel wäre von dort aus nur noch einen Schritt entfernt. Schon bald wird alles vorüber sein. Ja, meine lieben Freunde, ich würde aber sagen, den roten Platz, den sehen wir in der nächsten Folge. Und ich mache hier mal einen kleinen, unauffälligen Cut. Das war die Stadt der Toten. Es war schon beeindruckend. Vor allem, wenn man die Geräusche miterlebt hat. Also, ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt. Dann sage ich schon mal, Entschuldigung, danke fürs Zuschauen. Lasst mir doch vielleicht ein bisschen Likes, Kommentare, ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge. Macht's gut. Ciao.